Wer spricht denn da? Frau Rimbach? Ja, worum geht es denn? Es ist wegen Ihrem Gewächshaus. Ja, Moment bitte. Na bestens. Hier, sieh sie dir an. 80 PS, Einspritzmotor. Über 220 Spitze. Damit bin ich unschlagbar, wenn es mal drauf ankommt. Ausgerechnet. Du weißt doch, dass ich die Dinger hasse wie die Pest. Aber ich krieg die Maschine nur bis morgen 40% billiger. Ein Freund von mir braucht dringend Bargeld. Und ich bin nicht der einzige Interessent. Na, wie wär's mit dem kleinen Kredit? Brauchst du Sicherheiten? Ja, dein heiliges Versprechen, mich niemals auf so einem Ding mitzunehmen. Okay, okay. Obwohl er scharf aussehe. Du mit wehender Robe. Na, komm schon. Um 11 Uhr muss ich im Gericht sein. Was denn? Bei Rimbach hast du auch ein Konto? Da steht doch dauernd in der Zeitung, dass die bald am Ende sind. Was soll ich ihm machen? Ich habe den alten Rimbach schon gekannt. Ah, da ist ja auch der Filius. Guten Tag, Herr Dr. Reis. Herr Rimbach Junior, Sie da. Wie geht's? Wie steht's? Was man in letzter Zeit so liest? Ich bin gerade auf dem Weg zu zwei Freunden, mit deren Hilfe das alles schnell wieder in Ordnung kommen wird. Naja, dann toi toi toi. Danke. Los schnell rein, bevor die wirklich pleite sind. Herr. Paar Scherbe. Immer noch paar Scherbe. Wieso immer noch? Na, unser Eins bleibt immer unser Eins. Im Gegensatz zu Ihnen. Vor einem Jahr noch das Fräulein Wisotzki, heute die Frau Rimbach. Sie sind ja bestens informiert. Stand alles in der Zeitung. Das neue Gewächshaus haben Sie noch nicht dabei? Nee, fürs Aufstellen haben wir so Fachleute. Ich bin nur fürs Grobe da. Ihren alten Schuppen abreißen und das neue Fundament legen. Ja, dann legen Sie mal los. Ach, Moment. Ah, das Geburtstagsgeschenk des Herrn Gemahl zum 23. Ne? Kommen Sie bitte. Ich denke, die Strecke haben Sie stillgelegt. Na ja, das ist nur noch dieser eine Industrieanschluss. Na, ich weiß, ein alter Freund von Ihrem Mann. Ja, das auch. Es ist schon 11, ich muss meine Tochter abholen. Ihre? Sie meinen wohl die Sabrina aus Rimbachs erster Ehe? Ja. Aber Sie kümmern sich jetzt besser um den Schuppen hier. Kleinigkeit. Hallbauer, Sie hatten da noch einige Fragen. Ja, ich kann nur betonen, dass die Euromark ein echtes Interesse daran hat, das Bankhaus Rimbach für bestimmte Südamerika-Geschäfte als Hausbank zur Verfügung zu haben. Weil unsere Kontakte dahin eben unbezahlbar sind. So ist es. Und darum wollen wir ja auch die fehlenden Gelder, 10, 15 Millionen müssten es ja wohl mindestens sein, aufbringen, um Rimbach zu stützen und zu retten. Das heißt, wir wollten es. Wenn nun aber das sehr verehrte Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen schon vorher bei Rimbach die Lichter ausgehen lässt, dann... Ich bitte Sie, Herr Hallbauer, ich habe doch eingangs schon betont, dass ich nicht als Beauftragter meiner Behörde hier bin, sondern inoffiziell als Freund des Hauses Rimbach, als Hans-Joachims Schul- und Studienfreund. Nun gut. Aber bislang haben Sie lediglich über die Alarmglocken gesprochen, die bei Ihnen in Berlin geklingelt haben. Die uneinbringlichen Forderungen bei der THW, die Ostkredite, deren Rückzahlung Sie verzögert.
Ja, sicher gibt es bei uns im Amt Erwägungen, Rimbach zu liquidieren, ehe die Verluste skandalträchtige Höhen erreichen. Darum ja auch diese meine Rettungsaktion. Meine Firma ist lediglich an einer finanziell gesicherten Bank interessiert. Das dürfte doch einleuchtend sein. Bevor das Bundesaufsichtsamt nicht offiziell erklärt, keinerlei Schritte gegen das Bankhaus Rimbach im Auge zu haben, werden wir die 15 Millionen Mark auf gar keinen Fall bereitstellen. Und bevor Sie Ihre Stützungsaktion nicht starten, werden die Chefs meiner Behörde diese Erklärung nicht abgeben. Tja. Dann, meine Herren. Wieder draußen? Muss ich ja wohl. Eine ganze Weile schon. Na und jetzt? Ich bin einer großen Sache auf der Spur. Du hast doch mal was mit dem alten Rimbach gehabt. Ist ja schon ewig hier, aber sag mal, kann ich kurz mal reinkommen oder hast du gerade Besuch? Nee, du kannst doch reinkommen. Das war auf dem Betriebsausflug, da stehe ich mit dem alten Rimbach an der Reling. Hast du mir nicht mal erzählt, dass das mit euch auseinandergegangen ist, weil da so ein komischer Cousin aufgetaucht ist? Und ist er nicht plötzlich wieder verschwunden gewesen? Das war doch so eine mysteriöse Kiste damals, oder? Der schöne Freddy, ja. Der Alfred. Von dem muss ich auch ein Foto machen. Da ist er. Da, der Rechte, der ohne Brille, der Fesche. Das bin ich und das ist der alte Rimbach. Das heißt, der war gar nicht so alt. Der war Mitte bis Ende 30 höchstens. Damals. Der alte Rimbach und der schöne Freddy. Mensch, war ich in den verknallt damals. Ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen hieß. Alfred Roloff, ja. Ja, Roloff. So hat er geheißen. Da waren wir im Kino gewesen.
Und so eine Stiefel hat er auch angehabt. Genau so eine wie da unterm Schuppen. Was denn für ein Schuppen? Lass mal, erzähle ich dir alles später. Es war irrsinnig kalt an dem Tag, das weiß ich noch ganz genau. Was steht denn da? November 1948. Na klar. 14 Tage später war er dann verschwunden, der schöne Freddy. Und die Polizei? Die haben gesucht wie die Irren, aber ohne Erfolg. Und der Verdacht ist auf den Rimbach gefallen, dass der seinen Cousin umgebracht hat. Der war mindestens 14 Tage in Untersuchungshaft oder noch länger. Da haben die den pausenlos verhört. Aber keiner hat ihm was nachweisen können. Und dann hat er sich alles unter den Nagel gerissen. Freddy und er, die haben nach dem Krieg eine ganze Menge auf dem schwarzen Markt verdient. Und als der Fred dann verschwunden war, da hat das alles eben dem Rimbach allein gehört. Und mit dem Geld hat er dann seine Bank aufgemacht. 50, ja. Als alles wieder losging. Ist ja hochinteressant. So, Rimbach. Jetzt wird abgerechnet. Wir fahren jetzt. Ach, bitte, Sabrina, wir haben doch besprochen, dass Sie mit mir zusammen in der Kunden fährt. Wir fahren, nehmen Sie an. Guck mal, das ist doch wirklich keine... Ach, fahr doch allein, die Leute, wir halten den ganzen Betrieb auf. Ich hab keine Angst. Guck mal, das kann gar nichts passieren. Steht nicht hierher? Steht sehr. Morgen, Chef. Ich weiß im Augenblick nicht. Paschirbe, der kleine Paschirbe. Seit 1975 Boote und Fahrer bei Ihnen. Bei uns kommen und gehen so viele Mitarbeiter. Ja, an mich müssen Sie sich noch erinnern. Der große Geburtstag 1977, als Ihr Vater 66 wurde. Zwei Schnapszahlen auf einmal. Da haben Sie doch noch Brüderschaft mit mir getrunken. Ah ja? Und mich immer weiter zum Saufen aufgefordert. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Alle guten Dinge sind drei und so weiter und so fort. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Und dann hat mir einer noch einen Auftrag gegeben. Schnell mit dem Geldkoffer mit 20 Mille zum Flugplatz mit dem Firmenwagen. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Na, endlich. Ich mit 1,8 Promille Intus. Einen Unfall gebaut, alles Schrott. Und als ich wieder zu mir kam, war das Geld geklaut. Pech für Sie. Wie geht's Ihnen denn jetzt so? Wie es mir jetzt so geht? Mann, Sie sind vielleicht ein Komiker. Wissen Sie, was eine Kettenreaktion ist? In der Atomphysik? Na, Quatsch. Sie schmeißen mich raus. Ich besauf mich in meiner Verzweiflung und kriege Krach mit dem Bullen. Dem trete ich ein paar Mal vors Schienbein und lande im Knast. Nach 2 Jahren komme ich wieder raus und finde keine vernünftige Arbeit mehr. Jetzt bin ich Alkoholiker und der letzte Dreck. Das ist eine Kettenreaktion. Sie sind ein erwachsener Mensch und für sich selber verantwortlich. Das tut mir ja auch alles sehr leid, aber Sie können das alles doch nicht mir in die Schuhe schieben. Doch, das kann ich. Hätten Sie mir den Schnaps damals nicht geradezu eingetrichtert, betrunken wie Sie selber waren, dieser ganzen Verbrüderung, dann wäre diese ganze Kettenreaktion überhaupt nicht erst in Gang gekommen. Gott, habe ich Ihnen etwa gesagt, in dem Zustand noch zum Flughafen zu fahren? Nee, das war Ihr Vater. Sie haben mich nahe und rausgeschmissen. Was sollte ich denn machen? Wenn man so etwas durchgehen lässt, dann ist die Disziplin ein für alle Mal im Eimer. Es gab jedenfalls damals keine andere Möglichkeit. Genau wie heute. Da gibt's auch keine mehr. Wie soll ich das verstehen? Kennen Sie den hier? Ein Knochen? Was soll das? Ist das ein Hundeknochen? Nee, das ist kein Hundeknochen. Das ist ein Knochen vom rechten Bein von Ihrem Onkel. Ich habe die Stelle gefunden, wo Ihr Vater ihn November 48 verscharrt hat, den schönen Freddy. Mein Vater ist 79 gestorben. Das ist doch alles längst verjährt. Ich habe mich so ein bisschen umgehört, was in letzter Zeit mit Ihrer Bank so los ist. Eine Nachricht wie diese in der Zeitung und Sie können sich gerade noch einen Strick kaufen. Wie viel verlangen Sie? Ich will kein Geld, Rimbach. Aber was wollen Sie damit? Was wollen Sie?
Ich mache euch fertig, dich und deine Mörderbank. Die Mörderbank. Wenn das die Runde machen sollte, dann wäre dies das Ende. Wenn ich mir die Schlagzeilen so vorstelle. Gründer des Bankhauses Rimbach als Mörder seines Cousins entlarvt. Alles, was die Rimbachs heute sind, verdanken sie einer heimtückischen Bluttat. In der Tat, das wäre fatal. Es muss doch Mittel geben, mir diesen Paschirbe vom Halse zu schaffen. Rein juristische, meine ich natürlich. Das ist doch eindeutig Erpressung. Ist es eben nicht? Sie haben ja doch selber gesagt, dass Paschirbe kein Geld von Ihnen haben will. Wenn es nicht Erpressung ist, was ist es dann? Ja, was ist es dann? Nötigung. Paragraph 240 StGB. Ist es aber auch nicht. Er bedroht sie zwar mit einem empfindlichen Übel, nötigt sie aber nicht zu einer bestimmten Handlung, Duldung oder Unterlassung. Mindestens läuft es aber doch auf Rufmord hinaus. Das ist ein Begriff, den das Strafgesetzbuch nicht kennt. Dieser Mensch ruiniert eine ganze Bank. Man darf doch nicht zulassen, dass ich und mein Unternehmen auf diese Art und Weise bedroht werden. Jeder Schneesturm bedroht uns. Und wir können dem Schnee nicht das Stürmen verbieten. Und wenn Paschirbe sagt, dass er der Staatsanwaltschaft bei der Aufklärung eines Mordes behilflich ist, dann ist das kein Verbrechen, sondern seine staatsbürgerliche Pflicht. Und wenn er es Hohnlachen tut, dann ist er zwar ein Schwein, aber kein Straftäter im Sinne des Gesetzes. Sie meinen also, dass ich ihm hilflos ausgeliefert bin? Ich schlage vor, dass Sie mich mit ihm reden lassen. Vielleicht... Was vielleicht? Rachsucht ist zwar kein schönes, aber ein starkes Gefühl. Andererseits, Geld ist zwar eine schnöde, aber sehr angenehme Sache. Ich suche einen Mann, der heißt Paschirbe. Da hinten am Spielautomat. Mann. Ist der schon noch frei? Das ist für ihn frei, der die nächste Waage schmeißt. Okay. Fräulein, zwei Bier und zwei Korn, bitte. Aber doppelte. Aber Logo. Sag mal, hast du nicht schon ein bisschen viel hinter? Einen halben Liter pro Grab. Das ist nun mal mein Prinzip, verstehst du? Nee, verstehe ich nicht. Mann, ich bin doch jetzt auf dem Friedhof eingesetzt. Als Friedhofsgärtner. Du? Hast du denn das nötig? Ich meine, du bist ein Kerl und hast Kopf. Ach so. Endlich. Danke. Prost, ne? Prost. Also sag mal, nicht, dass mir deine Frau aufs Dach steigt, weil ich dich in Versuchung geführt habe. Eine Frau habe ich nicht, aber eine Freundin. Sicher eine sehr schicke. Kannst du annehmen. Die ist auch Serviererin, die Eva. Aber nicht so eine Schlampe wie die hier. Noch nicht in so einem Bumslokal. Diesem Turmfalken. Hast du mal ein bisschen Kleingeld dabei? Sag bloß, du wohnst in dem Gerümpel. Auch nicht mehr. Hey, mein Helm. Mein Helm.
Von wegen, ich brauche nicht mehr. Ein Mann wie du, glaube ich dir nicht. Ich könnte in der Villa wohnen. In der Villa. Ich brauche nur zu wollen, aber ich will nicht. Ich will was anderes. Weißt du, was du bist? Du bist ein Angeber. Eine Villa und ein Auto und was ich will. Aber der Paschirme ist kein... Egal. Danke fürs Mitnehmen. Bist ein prima Kumpel. Nächstes Mal gebe ich einen aus. Wenn es in der Zeitung steht, dann feiern wir das zusammen. Ah, ja. Den sollten wir auf gar keinen Fall unterschätzen. Wenn dessen Leben anders verlaufen wäre. Ich finde ihn jedenfalls nicht unsympathisch. Eher schon im Gegenteil. Immerhin gefährdet dein Freund die Existenz eines unbescholtenen Menschen. Und damit zugleich über 100 Arbeitsplätze. Das finde ich gar nicht sympathisch. Eher schon im Gegenteil. Was hindert euch eigentlich daran, ihm Geld anzubieten? Ich habe ja schon versucht, ihn auf den Geschmack zu bringen. Eine anständige Wohnung, ein Auto. Geld, ja. Mir scheint auch, dass das eine saubere Sache bleibt. Ich sehe nirgendwo ein Rechtsgut gefährdet. Denn derjenige, der die rechtswidrige Tat begangen haben könnte, der alte Rimbach, den deckt ja schon seit Jahren der berühmte kühle Rasen. Und Sippenhaft gibt's ja bei uns, Gott sei Dank, keine mehr. Dann wünsche ich dir ebenfalls viel Spaß mit dem kleinen Paschirbe. Überschrift, drehen wir den Geldhahn auf. Ja. Mit Geld können Sie die ganze Welt kaufen, mich nicht. Niemand will Sie kaufen, Herr Paschirbe. Sie sollen doch lediglich eine Art Wiedergutmachung erhalten. Eine gewisse Entschädigung für die Haftzeit, die Sie erlitten haben. Erlitten haben durch eine Verkettung unglückseliger Umstände. Nein, durch seine Schuld. Erst trinkt der Rimbach mit mir und dann feuert er mich, weil ich getrunken habe. Nicht doch. Sie sind doch nicht deswegen verurteilt und gefeuert worden, weil Sie mit 1,8 Promille am Steuer gesessen haben, sondern wegen der anschließend begangenen Delikte. Halten Sie mal. Fahrerflucht, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Beamtenbeleidigung, schwere Körperverletzungen und dergleichen. Wegen Ihres Amoklaufs also. Und arbeitsrechtlich war das völlig in Ordnung. Ihr Verhalten reichte sicherlich aus für eine Kündigung. Leider. Er hätte es nicht tun dürfen. Weil er es war, der mich zum Trinken angestiftet hat. Herrgott noch mal, ich spreche doch Deutsch. Sicher. Meinem Mandanten tut es ja auch außerordentlich leid. Und er bietet Ihnen nicht weniger als 30.000 Mark Schmerzensgeld an, wenn ich mal so sagen darf. Aber er hat doch damals nun wirklich nicht voraussehen können, dass Sie da plötzlich durchdrehen würden. Hauen Sie ab, oder? Sagen Sie Ihrem Rimbach, ich will sein stinkendes Geld nicht. Ich will sehen, wie er vor die Hunde geht. Genauso, wie ich vor die Hunde gegangen bin.
Ja, bitte? Wenn Sie nicht sofort aufhören zu buddeln bei sich im Garten, dann ist gleich die Polizei da. Ende. Erika! Verdammt nochmal, hör auf damit! Was ist denn? Aufhören! Er beobachtet dich! Dr. Renz, ja? Entschuldigen Sie die Störung, aber ich halte es nicht mehr aus. Sie müssen unbedingt etwas unternehmen, sonst... Ich bin bald am Ende. Ich habe auch nur eine ganz kleine Pause. Herzlichen Dank, dass Sie sich trotzdem die Zeit genommen haben. Ich hatte Ihnen ja vorhin schon kurz gesagt, worum es so in etwa geht, dass ich der Anwalt von Herrn Rimbach bin. Sie sind doch eine vernünftige Frau, mit der man reden kann. Herr Schirbe hat da ein Glückslos gezogen. Und Sie müssen unbedingt dafür sorgen, dass er das auch ausnutzt und nicht zum zweiten Mal in seinem Leben einen kapitalen Fehler begeht. Ach Gott, wenn das so einfach wäre mit ihm. Das ist ein unheimlicher Querkopf geworden. Jetzt. Wenn der sich mal in was verrannt hat, dann... Aber... Man muss ja auch Mitleid haben mit ihm. Er hat sein Leben lang so schwer gehabt, von Kindern. Und die Bank, das war seine letzte Hoffnung, mal ein bisschen aus diesem ganzen Schlamassel rauszukommen. Da waren Sie auch noch bei der Rimbach Bank beschäftigt? Ja, ja, da haben wir uns ja kennengelernt, Paschewe und ich. Ich habe erst im vorigen Jahr da aufgehört, um meiner Schwester hier im Restaurant zu helfen. Und Paschewe, der... Der hat als Bote bei uns angefangen. Und dann war er Fahrer. Hat aber jeden Abend Kurse besucht. Schalterbeamter wollte er werden. Sein großes Ziel eben. Aber wie sie ihn dann rausgeschmissen haben, das war der große Knacks bei ihm. Nun, mein Mandant bestreitet natürlich jegliche Schuld, was diese gesamte Kettenreaktion betrifft. Gleichzeitig bedauert er es aber, dass das Schicksal den kleinen Paschirbe so arg gebeutelt hat. Aus diesem Grunde ist er auch bereit, seinen Teil zur Wiedergutmachung des entstandenen Schadens zu leisten. Unter der Bedingung natürlich, dass Sie ihm gestatten, den makabren Fund in seinem Garten unauffällig beiseite zu schaffen. Paschewe nimmt kein Geld, das wissen Sie doch. Ja, aber Sie sind doch nun wirklich durch keinen Schwur oder etwas Ähnliches gezwungen, sich ebenso zu verhalten. Sie haben doch keine Rechnung mit Rimbach zu begleichen. Hier sind 5.000 als Anzahlung. Bei einer Abfindung von 50.000 insgesamt. Da können Sie sich doch selber ein wunderbares Restaurant zulegen. Und mit Paschewe zusammen betreiben. Sie sind doch aus der Branche. Wenn man so bedenkt, das ist schon ein Witz. Wenn das wirklich die Knochen vom Alfred sind? Meine Liebe damals lässt mich sitzen. Und 35 Jahre später wird Paschewe ein reicher Mann. Alles wegen so ein paar Knochen. Das ist es doch, was ich die ganze Zeit sage. Das Glückslos für Paschewe. Das ist doch der soziale Aufstieg, den er sich die ganze Zeit über erträumt hat. Pächter? Vom Turmfalken vielleicht. Es wird aber ein hartes Stück Arbeit werden, ihn zu überreden. Der ist so stur. Die große Wut, der Hass auf den Rimbach, das hat sich im Knast festgefressen bei ihm. Sie werden es schon schaffen. Wenn es einer schaffen kann, dann Sie. Thank you.
Schulter. Was ist los? Sag, wer war das? Eva, was ist los? Ich hab... Ja. Sag. Sag, Eva, was ist los? Wer war das? Das Geld vom Rimbach. Diese Schweine. Mörder. Alles Mörder. Sie brauchen nicht mehr. Ich habe schon angerufen. Polizei und Krankenwagen. Skandales Jahrhunderts für Sie. Rimbach, die Mörderbank. Der alte Rimbach hat seinen Cousin umgebracht und ihm haben sie eine Frau erschlagen. Meine Bekannte. Sollten wir wohl einen Gerichtsmediziner bestellen. Na, macht's noch Spaß? Ja. Hier 311, schickt uns mal einen Gerichtsmediziner raus. Grüß dich. Grüß dich. Sag mal, das kann doch nicht wirklich alles sein, was er bisher gefunden hat. Ich meine, von da oben. Meinst du vielleicht, ich hätte mir Kopf und Becken in die Tasche gesteckt? Und die ganzen Rippen auch noch? Du weißt, Karlchen, wer einen Kollegen belügt, auch wenn es nur ein Ehemaliger ist, der wird... Das sind alles die paar Knochen da. Sonst würden wir ja nicht für die Irren weitersuchen. Und wann meinst du, werdet ihr die genauen Daten von den Knochen haben? Das Aminosäurespektrum. Weiß nicht. Eilt ja auch nicht so, oder? Wir tippen aber so auf 35 Jahre. Körpergröße 1,70 Meter plus minus 3. Von daher kann es dieser Cousin ja gut und gerne gewesen sein. Aber ohne Schädelknochen und ohne Gebiss... Wird es sicher schwer sein, das mit Sicherheit nachzuweisen, oder? Weißt du doch genauso gut wie ich. Mal ganz nebenbei. Wer die Eva Fuhrmann überfallen hat, bist du noch nicht, ne? Doch. Der sitzt längst. Die Hälfte vom Geld war schon weg. Wir haben nur noch eine Chance. Nämlich die, alles abzustreiten. Und zu sagen, der Tote, der da liegt, mag sein, wer will. Ein Verwandter unseres Hauses ist es nicht. Richtig. Gleichzeitig inserieren wir in den wichtigsten Tageszeitungen. Erklären den Leuten das und fragen sie zweierlei. A, wer kennt den Toten vom Bahndamm? Mhm. Und B, wer weiß, wo der verschwundene Cousin abgeblieben ist. Denn da er nicht der Tote vom Bahndamm ist, muss er logischerweise irgendwo anders leben, beziehungsweise gelebt haben. Und das alles mit einer entsprechend hohen Belohnung. Ach. Wir sollten uns jetzt wirklich auf eine gemeinsame Sprachregelung einigen, Herr Rimbach. Und Sie müssen auch vor sich selber völlig ausschließen, dass Ihr Vater ein Mörder und Ihr Onkel sein Opfer war. Ach Gott, aber das glauben Sie doch alle. Meine Angestellten, meine Freunde, die Leute von der Euromag. Was alle glauben, muss nicht die Wahrheit sein. Sehen Sie denn nicht ein, dass ein Mann wie Rimbach, von mir mal ganz abgesehen, Ihnen nicht 5.000 Mark gibt, um Sie ihn dann von einem Schläger wieder abnehmen zu lassen? Ich glaube Ihnen ja, Herr Doktor, aber Paschirbe, der... Der jagt doch einem Phantom nach. Der Tote am Bahndamm ist nicht der verschwundene Cousin. Wenn wir nicht so felsenfest überzeugt davon wären, hätten wir dann diese riesige Belohnung hier ausgesetzt? Bin ich ja gerade dabei, mir die zu verdienen. Ich habe nämlich so einen Sammlertick, glücklicherweise. Das sind alles Briefe und Karten, die mir Alfred mal geschrieben hat. Sehen Sie, deswegen bin ich ja noch mal hier. Im Turmfalken haben Sie mir gesagt, da
dass Alfred mal so etwas wie ihre große Liebe gewesen sei. Tja, ich war ganz attraktiv und begehrt damals. Ich glaube, das kann man heute so sagen. Dann müssten Sie doch mehr über Alfred Roloff wissen. Über ihn, wie über sein Verhältnis zu Rimbach. Der hat seinen Cousin nicht gerade geliebt, das weiß ich genau. Dann gab's da sicher auch Krach. Ihretwegen. Oh ja, und wie? Ich habe das letzte Nacht noch mal gelesen. Ich glaube, der war schon sehr verknallt in mich, der Alfred. Dann könnte das also ein Motiv für ihn gewesen sein. Wenn ich plötzlich verschwunden bin, dann steht mein Cousin ganz automatisch als mein Mörder da. Ja. Da hätte er ganz richtig kalkuliert damit. Schön. Wenn dem so ist, dann bliebe ja nur noch die Frage zu klären, wie und wo er jetzt lebt, der verschwundene Cousin. Jetzt? Tja, der war damals Anfang 30, Jahrgang 15, richtig. Der wäre jetzt fast 70. Und wenn er schon gestorben ist, dann müsste er doch irgendwo ein anständiges Grab haben oder irgendwo mal aktenkundig geworden sein. Was meinen Sie? Wo könnte er damals hingegangen sein? Ja. Am ehesten wohl nach Australien. Australien? Ja, irgendein alter Schulfreund von ihm, der war vor dem Krieg dahin ausgewandert. Nach Melbourne, glaube ich. Hat ein Restaurant aufgemacht. Da hat er mir mal was von vorgeschwärmt. Er wollte mich sogar mitnehmen nach Melbourne. Ganz verrückt hat er mich gemacht damit. Und davon haben Sie der Polizei damals nichts erzählt? Hat mich doch niemand danach gefragt. Ich war ja auch überzeugt davon, dass Rimbach ihn umgebracht hat. Aha. Hier geht's wohl um die Belohnung. Du verrätst mich also an diese Gangster. Was meint ihr, wie hoch die Belohnung erst sein wird, wenn ich euch beide jetzt abknalle? Es war zwar nur ein Gasrevolver, mit dem der Pascherbe da herumgefuchtelt hat, aber ich fühle mich dennoch ganz schön getroffen. Im Magen. Ist sowas alles eigentlich im Honorar mit drin? Im Erfolgsfalle können wir über alles reden. Aber bis jetzt kann ich leider nur von Misserfolgen ausgehen. Keine Stützungskredite von der Euromag, stattdessen Tag für Tag neue Rekorde im Hinblick auf die Kunden, die ihre Konten auflösen. Schnell noch retten, was zu retten ist. Aber wir haben doch... Lassen Sie mich bitte ausreden. Und keiner nimmt mir die Geschichte ab, der Tote im Garten sei jemand anders als mein Onkel. Ihre großartige Idee. Genau wie das mit der ausgesetzten Belohnung. Alles fasst sich an den Kopf und lacht sich tot. Hier, hören Sie mal, was da für Anrufe kommen. Hallo, mein lieber Neffe. Hier spricht dein toter Onkel. Ich bin aber gar nicht tot. Ich sitze hier in New York auf einer Parkbank, möchte aber nach Hause in deine Geldbank. Bitte schicke mir die Belohnung. Tschüssi, dein Onkel Alfie. So geht das rund um die Uhr. Die ganze Gegend spottet über mich. So weit sind wir jetzt, dank Ihrer Hilfe. Soziale Hinrichtung nennt man das. Noch können wir hoffen. Australien. Vielleicht ist an dem Hinweis von Frau Fuhrmann wirklich was dran. Ach, das sind doch alles Märchen.
Das weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls einen sehr tüchtigen Kollegen in Sydney mit den Nachforschungen betraut. Einschließlich entsprechender Anzeigen in den Zeitungen der großen Städte. Sydney, Perth, Canberra, Adelaide und Melbourne. Dort leben immerhin 96% aller Australier. Alles rausgeschmissenes Geld. Gustav Ziegert ist zwar Ihr Mann gewesen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. G. Ziegert. Aber der ist hier in Koblenz begraben, ohne dass bei seinem Tod etwas Besonderes gewesen wäre. Ja, wie ich Ihnen gesagt habe. Schade. Aber Sie wollten mir doch noch was zu diesem Kochgeschirr erzählen, Frau Ziegert. Wie kommt es auf Rimbachs Grundstück? Ja, das ist nun meine Geschichte. Bitte, nun erzähl doch endlich. Es ist eine traurige Geschichte. Aber was war damals nicht traurig? So Oktober oder November 46. Ich war damals Krankenschwester, oben in Kassel. Und wenn ich mal ein paar Tage frei hatte, dann bin ich schnell nach Hause gefahren. Schnell. Bei den Zügen damals. Manchmal habe ich 2 Tage gebraucht. Und das war dann schnell. Dauernd war was kaputt. Oder die Züge waren so voll, dass man nicht mitgekommen ist. Die Hamsterfahrten, ja? Hat die auch. Auf den Dächern haben die Menschen gesessen. Auf den Puffern zwischen den einzelnen Wagen. Auf der Lokomotive vorne. Und wenn man Platz auf dem Trittbrett hatte, da war man ein Glückspilz. Wie war denn das mit dem Kochgeschirr? Sag ich doch. Oktober oder November 1946. Das muss so eine halbe Stunde vor Frankfurt gewesen sein. Da wurden wir irgendwie umgeleitet. Auf eine Nebenstrecke rauf. Und da stehen wir und stehen. Kann mich noch genau dran erinnern. Eine Ewigkeit hat das gedauert. Dunkel ist es geworden. Da sind die Leute, die keinen Sitzplatz hatten, natürlich vom Zug runter und haben sich's unten bequem gemacht. Wusste ja keiner, wie lange das noch dauern würde. Jeder musste ja auch mal, Sie verstehen. Oma, du kommst ja schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Nun warte doch ab. Also, plötzlich kommt ein Zug an. Aus der Gegenrichtung. Ein D-Zug. Die Leute springen alle zur Seite. Nur einer, der schafft es nicht mehr. Der hat auf seinem Rucksack gesessen. Und beim Aufstehen da verhakt er sich an den Trägern und stürzt lang hin, mitten auf die Gleise rauf. Und der Zug dann über ihn hinweg. Beide Beine ab. Beide Beine? Ist das wahr? Ja, beide Beine ab. Zum Glück war ein Arzt bei uns im Zug. Der hat die Oberschenkel erst mal abgebunden, damit der arme Teufel nicht gleich verblutet ist. Und ich war doch Krankenschwester damals, ich hab dem Mann Wasser geholt. In dem Kochgeschirr Ihres Mannes da? Ja, natürlich. Und dann? Ja, da gibt's nicht mehr viel zu erzählen. Plötzlich pfeift die Lok und unser Zug ruckt an. Wir schnell aufgesprungen. Und in der Aufregung, da habe ich dann mein Kochgeschirr vergessen. Verständlich. Und die abgefahrenen Beine, die... Nein. Wozu denn auch? Den Namen des Verletzten haben Sie nicht zufällig? Da hat eine junge Frau neben ihm gekniet. Die hat immer Rainer geschrien. Rainer oder Heiner oder so. Und das ist 37 Jahre her. Aber tot war er da noch nicht? Nein, im Gepäckwagen noch nicht. Wissen Sie, in welches Krankenhaus er gekommen ist? Nein. Irgendwo haben wir dann auch gehalten. Und das Rote Kreuz hat ihn abgeholt. Aber wo? Aber das müssen die doch bei der Bahn noch wissen. Die schreiben doch alles sowas auf. Gute Idee, die haben bestimmt ein Archiv. Da die Sache eilt, darf ich mal schnell mit Dr. Renz telefonieren. Der hat so seine Kontakte zur Bundesbahn. Ja, bitte sehr. Danke. Tut mir ja leid, dass wir Sie bei diesem Wetter aus Ihrem Büro gelockt haben, aber
Ohne Beisein eines Richters geht's nun mal nicht. Meinen Sie nicht, die Zeugenaussage dieser Martha Ziegert hätte gereicht, um jeden Schatten vom Bankhaus Rimbach zu nehmen? Da wäre doch nur der Vorwurf gekommen, wir hätten die alte Dame gekauft. Ihr was weiß ich, wie viel Geld für diese Aussage gegeben. Gleich sind Sie soweit. Sie werden lachen, als ich mir gestern Abend so vorgestellt habe, was das heute Morgen gegeben wird. Da habe ich mir den Hamlet rausgesucht. Fünfter Akt, erste Szene. Ein Kirchhof, ich weiß. Oh Mann, bist du gebildet. Das haben wir mal in der Schüleraufführung gespielt. Yoriks Schädel, des Königs Spaßmacher. Der hier war ja wohl genau das Gegenteil davon. Ein ehemaliger Staatsanwalt. Ist ja der reinste Juristenkongress hier. Hamlet, wie lange liegt wohl einer in der Erde, ehe er verfault? Antwort des Totengräbers, 8 bis 9 Jahre. Also bitte, euer Ehren, ich habe gerade gefrühstückt. Hier, der König zu Laertes, das passt auch. Mord sollte freilich nirgends frei stattfinden. Und Rache, keine Grenzen. Schade, dass der kleine Pascherbe nicht hier ist. Wir haben ihn! Scheiße. Alles da. Hat sich Ihr Archivbeamter also doch geirrt? Das ist das Ende meines Glaubens an die Bürokratie. Vielen Dank, meine Herren. Wir haben doch noch die Spur nach Australien. Ich werde heute noch mal anrufen. Ach, das ist doch absoluter Unsinn. Aber Herr Rimbach. In diesem Fall ist uns ja nun grundsätzlich alles daneben gegangen. Es ist ja auch kein alltäglicher Fall. Ja. Was willst du denn? Haben wir nicht getan, was wir tun konnten? Aber geheiligt sei die Rache. Die Götter stehen nun mal auf Seiten Paschüris. Ja, bitte? Treten Sie ein? Meine Herren, ich bin Alfred Roloff. Der verschwundene Cousin. Noch ein Scherzbold. Bitte. Ich hatte schon gestern versucht, Sie telefonisch zu erreichen, aber ich kam leider nicht durch. Ja, tatsächlich. Geboren am 23. Februar 1915 in Frankfurt-Main. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ja, ich war gerade auf Weltreise. In meinem Alter muss man sich ranhalten, solange noch das Lämpchen glüht. Und wollte eben von London nach Australien zurück, danke. Da rief mich mein Partner aus Melbourne an. Ja, Ihre Anzeige in den Zeitungen. Da bin ich gestern sofort hierher nach Frankfurt geflogen. Ja, ich denke mir, begraben wir die alten Sachen. Was soll mein Neffe zeitlebens darunter leiden, dass sein Vater damals so ein Schwein war? Sie verstehen. Und dann sind Sie also 48 wirklich untergetaucht, des Mädchens wegen, um Ihrem Cousin eins auszuwischen? Ja und nein. Abgesehen von ein paar Geschäften vorher. Ich war auch, heute kann ich es ja sagen,
in eine Geheimdienstsache verwickelt. Mit der Ostzone damals. Und da musste ich plötzlich von einer Stunde zur anderen auf Tauchstation gehen. Sonst... Sie verstehen. Renz? Ja, bitte? Bei Ihnen ist also auch nicht. Nein, nein. Nein, sie war meine letzte Hoffnung. Ich habe hier seinen Abschiedsbrief. Er kann nicht mehr. Ja, er ist mit meinem Cabrio weggefahren. Wie? Ja, aber höchstwahrscheinlich zu unserer Jagdhütte. Da sind Gewehre. Was? Wo? Oben im Odenwald. Ja, gleich hinter Hiltes Klingen. Ein grünes Cabrio. Ja. FKY 833. Die Polizei habe ich noch nicht, nein. Gut, dann alarmiere ich die sofort. Ein Autotelefon haben Sie in Ihrem Zweitwagen wohl nicht, nein? Ja, es ist nämlich etwas ganz Entscheidendes geschehen. Unsere Nachforschungen in Australien haben Erfolg gehabt. Der Tipp von Frau Fuhrmann war richtig. Ja, tatsächlich. Er ist da. Er sitzt hier vor mir, überaus gesund. Ja, Ihr Mann ist jetzt wichtiger, natürlich. Ich melde mich sofort wieder, wenn... Ja. So viel habe ich schon mitbekommen. Er will mit dem Auto Selbstmord begehen. Mhm. Mit dem Auto gegen Brückenpfeiler? Wäre ich doch bloß ein paar Stunden früher gekommen. Lassen Sie mal. Ja, gegen Brückenpfeiler oder mit dem Gewehr in der Jagdhütte. Odenwald, gleich hinter Hilders Kleen. Hier. Bevor der durch Frankfurt durch ist und ich hier lang fahre, vielleicht schaffe ich es noch. Ein grünes Cabriolet, Kennzeichen FKY 833. Okay. Hoffentlich schafft er es noch. Sie sind ja wohl völlig verrückt geworden. Es ist alles vorbei. Ihr Onkel aus Australien ist da. Und für meine Maschine kriege ich 5,9. Wen haben Sie doch gekauft, diesen angeblichen Vetter aus Dingst aus Australien? Geld haben die doch jetzt wieder wie Dreck. Der hat aber einen Pass, der Vetter. Ganz so einfach kann man eine Identität nicht herstellen. Geld kann man alles. Nur eins nicht. Wir haben es ja versucht über Ihren feinen Rechtsanwalt. Ich könnte jetzt in der Villa sitzen, hast du selber gesagt. Nee. Weißt du, was das Wichtigste ist, wenn der Mensch sonst nichts hat?
Charakter. Ja, so ist es. Sein Stolz muss der Mensch haben. Darum sage ich dir eins, man kann alles kaufen. Alles. Nur passt Scherbe nicht.